Ach ja. Los geht's, würde ich sagen. Ne? Ihr seht es ja schon im Titel. Es ist eine Ankündigung. Deswegen ist das Video auch so kurz. Zumindest ist das der Plan. Und ja, was mache ich hier? Bin gerade mal wieder draußen, wie ihr seht. Es ist auch echt schön hier, muss man mal sagen. Oberhalb von Meschede. Und ja, das Training beginnt. Ne? Nach, ihr wisst es, nach dem Intro. Ich habe tatsächlich mich zusammen mit der Wandergruppe angemeldet, beziehungsweise wir alle zusammen haben uns angemeldet. Puh. Und es geht los, den P-Weg-Marathon. Ich blende euch hier irgendwo mal alle Infos ein. Das Ganze ist auf jeden Fall über 40 Kilometer. Und ja, ich denke mir jetzt schon, ich bin bescheuert. Gerade nach meinen letzten drei Ich habe Corona-Videos ist das auf jeden Fall eine gute Idee, jetzt einen Marathon laufen zu wollen. Aber das Positive, es ist erst im September. Diesen Ausschnitt muss ich mir speichern für das Video. Ups, ich habe doch nicht trainiert. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall wird es einiges an Vorbereitung brauchen, körperlicher Natur. Und ja, so der Plan. Werde ich euch da ein bisschen auf dem Laufenden halten mit ein paar Updates. Alle paar Wochen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich euch hier ein bisschen mitnehmen, gerade mal auf diesen, wie ich finde, sehr schönen Weg. Und ja, dann ein bisschen erzählen. Zumindest bis da Leute entgegenkommen. Also wir haben, es ist Montag, Ostermontag, und es gibt hier echt viele Leute, ne? Klar, ist ja Ostermontag, da hat ja jeder irgendwie Bock auf das Ganze hier. Und naja, deswegen bin ich auch raus, weil ihr seht es selber, was für eine schöne Aussicht. Da kann man schon mal wandern gehen oder einen kleinen Trainingsspaziergang. Ne? Alles unter 10 Kilometer ist kein Wandern, Leute. Und 10 Kilometer wird das hier nicht. Wir haben kurz vor 14 Uhr. Hab noch 4 Stunden, da muss ich mein Schwesterchen von der Arbeit holen. Und ja, da kommen wir gerade schon eine Truppe tapferer Wandersmänner und naja, vielleicht auch Wandersfrauen entgegen. Fliege. Also werde ich mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Aber wir sind gleich wieder da. Ach ja, ich zeig euch mal eben noch, wo es jetzt hier für mich wieder runter geht. Diesen Weg. Und zwar ist der Plan jetzt leicht geändert worden. Manchmal motivieren einen die lieben Wanderkolleginnen, ne, ja, durchaus noch den ein oder anderen Kilometer mehr zu machen. Jetzt wurde ich motiviert, mir doch ein Eis zu gönnen. Und ja, deswegen geht es diesen Weg jetzt mal querfeldein wieder runter. Scheint ja irgendwie so ein Bauernhofweg zu sein. Also eher was für den Trecker. Aber ja, ist jetzt kein Waldweg, den man nicht gehen sollte. Ist einfach nur ein Feld. Von daher finde ich das okay, auch mal querfeldein zu gehen. Obwohl die Aussicht macht schon echt Laune. Ich muss euch das zeigen. Schön im Überblick gleich. Ich drehe gleich einfach mal die Kamera. Dann kann ich auch weiterreden. So. Das hat doch was hier, oder? Was sagt ihr denn da dazu? Kann man nicht auch noch rauszoomen? Ja? Ach so, nee. Ich habe zugunsten der Qualität den Weitwinkel ausgestellt. Obwohl der beim iPhone 12 ja auch schon echt nice ist.
Ja, ich wollte euch noch einen erzählen, genau. Während ihr hier diesen Ausblick ein bisschen genießen könnt, hoffentlich. Der Weg ist halt P-Weg, nennt sich das Ding, P-Weg Marathon in Plettenberg. Tatsächlich nicht ganz so weit weg. Manche Leute fahren da täglich hin zur Arbeit. Und ja, die verrückte Idee ist geboren, da mitzumachen. Und wir haben uns tatsächlich mittlerweile alle vier angemeldet. Ich habe euch hier Einblendung versprochen. Das Ganze hat mit einem Preisgeld, also nicht Preisgeld zu tun, sondern man muss dafür was bezahlen. Aber dafür gibt es auch, soweit ich das gehört habe, alle 5 Kilometer so Streckenpost mit Verpflegung. Also wird das jetzt keine Sache, wo man dicke Pack mit dabei haben muss. Ich bin sogar gerade noch aktuell überlegen, ob ich überhaupt einen Rucksack mitnehmen werde. Vielleicht auch einfach einen Gurt mit Trinkflasche oder halt so eine Weste mit einer Trinkblase drin halt. Also, dass man da ein bisschen Wasser immer dabei hat, von den 5 Kilometer zum 5 Kilometer. Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich meine Stöcke mitnehmen, um auf den letzten Metern dann mich daran hochzuziehen. So aktuell der Plan. Aber ja, bis dahin sind auf jeden Fall einige Kilometer, die ich testweise gehen sollte. Bin gespannt. Seid ihr auch gespannt? Ich werde mir da noch ein Konzept zu überlegen, wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt. Also nicht unbedingt Vorschläge, wo ich langlaufen soll oder herlaufen kann, sondern ruhig auch, wie ich das für euch spannend umsetze. Weil einfach nur, dass ich euch jede Woche ein Video vorsetze, wo ich 10 Kilometer durch den Wald laufe, ist ja vielleicht auch ein bisschen langweilig. Statistiken finde ich ganz spannend immer. Ich wechsle mal eben die Kamera wieder. Statistiken und Zahlen und so Einblendungen finde ich eigentlich immer ganz spannend. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich da jetzt unten langlaufen soll. Da sehe ich nämlich schon wieder Leute mir entgegenkommen. Ich wäre wahrscheinlich einfach den Weg zurückgegangen. Wäre das sinnvoller gewesen. Aber, ne, wozu sinnvoll, wenn man auch einfach so spaßig durch die Gegend laufen kann. Ich glaube, ich werde da schon wieder komisch beäugt. Naja, sieht halt auch schon komisch aus. Ein Typ hält irgendwie einen Stock in der Luft und guckt da die ganze Zeit drauf. So aus Entfernung sieht das bestimmt so aus. Ja, also was ich euch sagen wollte. Ein paar Einblendungen, sowas wie, wie viele Kilometer gehe ich gerade, wie viele Kilometer habe ich jetzt trainiert. Irgendwie Zeit einblenden, bis wann das jetzt noch ist. Also ein Counter. Ich werde euch, denke ich mal, auch auf Instagram da ordentlich viel mitnehmen, dass man da einiges sehen wird. So der Plan. Also solltet ihr mir auf Instagram noch nicht folgen, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil auf Instagram folgen mir ungefähr doppelt so viele fast wie auf YouTube. Oh Mann, am Kabel hängen bleibt. Also solltet ihr auf jeden Fall auch vorbeikommen. Das ein oder andere Natur-Wander-TikTok habe ich mittlerweile auch schon. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend werden, so der Plan. Und ja, es sollte ja nur ein kleines Ankündigungsvideo werden, deswegen lassen wir es, glaube ich, dabei. Im Anschluss, ne, noch verlinkt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, da bin ich auch. Ihr könnt meine Filmbewertungen sehen auf Letterboxd, auf Komoot könnt ihr mir beim Wandern folgen oder die Strecken nachwandern, die ich da frei zugänglich habe.
und alles mögliche andere auch. Ich habe tatsächlich auch Twitch, aber gut, heute die lohnt noch nicht. Habe ich noch nie was gemacht. Aber wie gesagt, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen. Und ansonsten hoffentlich durch dieses kleine Update-Video Spaß gemacht. Und ne, alles Mögliche. Schreibt mir gerne, schreibt in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet von den Trainingsvlogs bis zum P-Marathon. Danke und tschüss.